Hallo Freunde und willkommen zurück zu unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Fadi und auf diesem Kanal findet ihr die besten Immobilien zu den besten möglichen Preisen an der Costa Blanca. Und heute, meine Freunde, sind wir am Strand von La Mata und ich zeige euch eine Immobilie hier direkt 50 Meter entfernt mit einem Gemeinschaftspool, ein Schlafzimmer, etwas Meerblick, einer Garage, also einem Garagenstellplatz und nur für 87.260. Also mittlerweile gibt es eigentlich kaum Angebote in dem Preissegment, weil die Preise halt so rasant gestiegen sind und es werden auch allgemein weniger Immobilien auf dem Markt verkauft. Das heißt, wir haben ein ganz großes Problem, dass wir immer weniger Immobilien zu Verkauf kriegen. Aber da die Leute eher das Geld ansammeln, in Immobilien investieren, das Geld auch behalten. Das heißt, die Leute verkaufen nicht so gerne mittlerweile durch die ganzen Krisen, die wir mittlerweile haben. Gut, das Angebot, gut zu vermieten, muss man renovieren. Und es ist eigentlich eine Immobilie, die wir kennen sozusagen, weil wir viele Immobilien in diesem Haus verkauft haben und auch vermietet haben. Das heißt, es ist eine gute Rendite, weil es halt so nah am Strand ist, es hat einen Parkplatz davor, es ist in der Nähe vom Zentrum von La Mata und natürlich auch von diesem Strand hier. Gut, La Mata, der Strand, ist 7 Kilometer lang. Da hinten haben wir den Villenstrand von La Mata, das ist der Stadtstrand. Und heute haben wir 23 Grad, 10 Uhr morgens, Ende März, also schon super schönes Wetter. Also ich empfehle euch, nach Spanien zu kommen, Immobilien zu kaufen und falls ihr Geld übrig habt, natürlich zu investieren. Dadurch die kommende Krise wir einen rasanten Inflationsanstieg haben werden, aber das werdet ihr auch ohne mich wissen. Gut, meine Freunde, wir gucken uns mal die Immobilie von innen an. Kommt mal mit. Okay, nach einem kurzen Weg von nur 5 Minuten oder weniger, hier 50 bis 100 Meter bis zum Strand, wo wir eben das Video gemacht haben, sind wir jetzt endlich vom Gebäude. Und zwar ist es auf der rechten Seite das Gebäude hier. Und es geht direkt zur Calle Mayor raus. Die Calle Mayor ist die Hauptstraße in La Mata, wo die ganzen Supermärkte sind, die ganzen die Bushaltestelle, die Apotheke etc. Und hier haben wir die Tiefgarage. Das heißt, der Tiefgaragenstellplatz würde unten hier drunter sein. Das heißt, ihr würdet mit dem Auto hier runterfahren. Dann geht ihr hier hoch und dann seid ihr hier in dem Gebäude. Gut, davor haben wir eine kleine Bäckerei oder halt Supermarkt sozusagen, 24 Stunden, hier auf der rechten Seite. Und ja, jetzt gehen wir mal hoch und gucken uns mal die Immobilie an. Komm mal mit. Okay, wir sind jetzt im Treppenhaus von der Immobilie und wir sehen können, das Treppenhaus ist in sehr gutem Zustand, sehr gepflegt und wir haben hier auf der rechten Seite einen Fahrstuhl und auf der anderen Seite haben wir noch einen Fahrstuhl, das heißt insgesamt 2 Fahrstühle für dieses Gebäude. Okay, wir sind jetzt auf dem Balkon von der Immobilie und wie ihr sehen könnt, der Balkon ist zur Südseite ausgerichtet, was natürlich sehr viel Sonne bietet. Wie ihr sehen könnt, der Balkon ist schön mit Sonne. Wir sind im dritten Stockwerk und wir sehen von hier das Meer, das Mittelmeer, wo wir eben waren, der Strand von La Mata. Und wir haben auch zusätzlich zur Tiefgarage, haben wir davor noch einen Parkplatz, der natürlich im Sommer extrem überfüllt ist. Gut, der Balkon ungefähr 5 Quadratmeter groß und natürlich die Immobilie ist renovierungsbedürftig, sage ich euch gleich. Aber ihr könnt unseren Service in Anspruch nehmen. Wir renovieren Immobilien, sanieren sie, wir bringen sie komplett auf Vordermann. Das heißt, wir machen den kompletten Service, danach vermieten wir die Immobilie und, ja, und kann man sehr gut Rendite hier rausholen. Gut, ganz wichtig noch, wir haben eine neue Website. Hier oben links findet ihr unsere neue Website, alicante-realestate.com. Da findet ihr alle Immobilien, die wir auf dem Markt haben. Könnt auch eine Anfrage hinterlassen, direkt über die Website. Ansonsten könnt ihr da alles finden, was wir haben. Wir haben Neubauten, wir haben Wiederverkauf, wir haben eigentlich alles. Okay, jetzt gucken wir uns mal alles von innen an. Komm mal mit. Okay, ich wiederhole mich nochmal. Die Wohnung ist wirklich hell, weil wir zur Südseite ausgerichtet sind. Hier auf der rechten Seite haben wir den Haupteingang, das heißt wir kommen von hier rein, haben dann direkt das Wohnzimmer hier und der Essbereich ist auch hier. Wie ich euch gesagt habe, die Immobilie ist sanierungsbedürftig oder renovierungsbedürftig. Der Fußboden müsste eigentlich gemacht werden, es müsste gestrichen werden, es müsste eigentlich alles so ein bisschen gemacht werden. Die Küche hat auch ein großes Fenster, was natürlich sehr viel Licht bietet und bietet natürlich viel Platz. Also es ist schön groß die Küche, schön geräumig, man hat eigentlich viel Platz. Eventuell könnte man diesen Teil hier irgendwie kleiner machen, damit man mehr Wohnzimmer hat. Das heißt, das müsste man dann dementsprechend auch sehen, wenn man sich die Immobilie kauft und dann mit unserem Renovierungsteam dann durchgeht, was man machen möchte oder wenn man überhaupt irgendwas machen möchte.
Natürlich geht es auch erstmal so. Da haben wir hier das Badezimmer mit einer Badewanne, auch sehr geräumig, ich gehe jetzt nicht rein. Wir haben BD hier, aber die meisten Kunden machen das BD dann weg. Gut, dann ein riesiges Schlafzimmer, das einzige Schlafzimmer mit sehr großen Fenstern, mit sehr viel Licht. Hier kommt locker ein 1,60-70 Bett rein und man hat immer noch Platz. Man könnte hier noch theoretisch einen Schreibtisch aufstellen für ein kleines Büro. Also schon sehr, sehr viel Platz bietet eigentlich dieses Schlafzimmer. Also sehr, sehr, sehr geräumig und groß. Auch Einbauschränke, was ich natürlich sehr, sehr mag, hier sind die großen Fenster. Also die sind wirklich top. Und natürlich Blick auf die Calle Mayor, wo wir alle Geschäfte und Apotheke und allem drum und dran haben. Gut, das ist die Immobilie. Ich könnte eigentlich jetzt nichts mehr hier zeigen. Es ist eigentlich alles so, wie ihr seht. Er ist dagegen gekommen. Hier mal weiter. Okay, dann sind wir durch. Das Video ist fertig. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir jederzeit schreiben. Unten sind meine Kontaktdaten oder auch auf der Website oben links. Dann seht ihr unsere Kontaktdaten, könnt uns kontaktieren. Und übrigens, auf der rechten Seite sieht man noch die Salinas, den Blue Lake von La Mata, sieht man von hier. Und natürlich auch den Naturpark, der direkt daneben ist. Also La Mata ist wirklich super schön mit Naturpark, großem Strand. Also es ist eigentlich sehr schön und eine gute Investition, hier zu kaufen. Okay, Freunde, abonniert den Kanal, ganz wichtig. Schreibt uns eine Nachricht und wir sehen uns bald in Spanien.